Hohes Präsidium, liebe Parteifreunde und Parteifreunde, hier schleichen ja wieder unsere Freunde von der Heute-Show durch die Gegend, die wir besonders herzlich begrüßen sollten, weil wir ohne sie nicht so eine weitere Verbreitung bekommen würden. Und die haben mich doch allen Ernstes... Ja, los. Die haben mich doch allen Ernstes gefragt, Herr Kubicki, fühlen Sie sich nicht zu alt? Und daraufhin habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, nein. Wir müssen vielleicht deutlich machen, dass bei den Freien Demokraten das Alter keine Rolle spielt, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und ich sage sicher, dass diejenigen, zu denen ich auch mal gehörte, die glaubten, dass Jungsein ein Wert an sich ist, also Forever Young, sehr schnell erfahren werden, dass ich das ändern kann. Ich bin Anfang 1971 in die Partei eingetreten, als es darum ging, die Fortschrittskoalition Willy Brandt und Walter Scheel zu unterstützen. Im selben Jahr haben wir übrigens das immer noch gute Grundsatzprogramm der Freiburger Thesen verabschiedet. 1982 war ich hier in Berlin auf dem Parteitag der Tränen, als der Koalitionswechsel im Bund nachträglich besiegelt wurde. Die meisten von uns haben 2013 den bitteren Rauswurf auf den Deutschen Bundestag erlebt, als unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschimpft wurden, als wir verspottet wurden und man unser politisches Ende vorausgesagt hatte. Übrigens die gleichen Medien, die uns nach wie vor freundschaftlich begleiten. Und wie viele andere hier habe ich selbst daran mitgearbeitet, dass wir 2017 nach Jahren der Dunkelheit und einem großen Kampf wieder in den Deutschen Bundestag zurückgekehrt sind. Was ich in den 52 Jahren meiner Mitgliedschaft bei der FDP gelernt habe, ist, wir dürfen uns niemals darüber definieren, in welcher politischen Konstellation wir uns befinden. Wir sind nicht die FDP der Ampel, sondern wir sind die Freien Demokraten. Und, liebe Freunde, wir dürfen uns niemals darüber definieren, was andere über uns sagen. Ich lese zum Beispiel, dass wir innerlich gespalten seien in eine progressive und eine konservative Richtung. Ich suche beides noch. Es wird behauptet, wir seien eigentlich zwei Parteien, eine dafür und eine dagegen Partei. Ich kann nur sagen, ich kann mit solchen semantischen Überlegungen nichts anfangen. Ich bin dafür, dass wir in der Energiepolitik den Weg der Vernunft beschreiten und dagegen, wenn die Energiepolitik so aussieht wie beispielsweise auf grünen Parteitagen. Ich bin dafür, dass wir in der Wohnungspolitik aufs Bauen setzen und dagegen, wenn Ministerin Geiwitz die Ziele des Koalitionsvertrages nicht erfüllt. Nie wurde in Deutschland weniger gebaut als jetzt und das muss uns doch bekümmern, denn nur mehr Wohnungen, die errichtet werden, können die Wohnungsmisere beseitigen, keine Mietpreisbremsen. Ich bin dafür, dass wir unsere Freiheit und Grundrechte verteidigen und dagegen, wenn diese begründungslos eingeschränkt werden, wie teilweise während der Corona-Pandemie. Eins kann ich sicher sagen, wenn wir uns über Fremdbezeichnungen definieren, wenn wir denen folgen, die nie FDP wählen würden, aber meinen, sie wüssten, was richtig für uns ist, dann ist das der sicherste Weg in die Bedeutungslosigkeit und den werden wir nicht beschreiten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir den Willen zur Selbstbehauptung haben und wenn wir diesen Willen zu gegebener Zeit auch demonstrieren. Wenn jemand aus unseren Reihen vom politischen Mitbewerber angegriffen wird, dann ist es unsere Pflicht, diese Angriffe mit gleicher Münze zu begegnen. Wenn Sozialdemokraten Marco Buschmann öffentlich anzählen, wie sie es in der Vergangenheit schon getan haben, er hat kein Herz für Mieter, dann müssen wir auf derselben Ebene antworten. Wenn unser Parteivorsitzender Christian Lindner angegriffen wird, er habe kein Herz für Kinder, sondern lieber für Porsche-Fahrer und andere, dann ist das eine Schmähung, die wir massiv zurückweisen müssen. Und wenn Volker Wissing vom Vorsitzenden der Grünen, der deutschen Grünen im Europaparlament in die Nähe von Faschisten gerückt wird, er mit seiner Verkehrspolitik auf europäischer Ebene nütze ausschließlich den Faschisten in Italien, dann müssen wir aufstehen und Verteidigungswillen demonstrieren. Applaus
Denn wer, liebe Freunde, sollte uns verteidigen, wenn wir es selbst nicht tun? Ja, wir hatten seit Beginn der Koalition im Bund einige schwere Stunden. Die Wahlergebnisse in den Ländern taten sehr weh. Und oft habe ich gehört, die Ampel im Bund schade der FDP in den Ländern. Ich teile diese Auffassung nicht. Abgesehen davon, dass es Ende 2021 keine wirkliche machtpolitische Alternative gab, die Union lag ja dank Markus Söder wirklich in Trümmern, ist es nicht die Ampel, die die Wahlkämpfe in den Ländern erschwert hat. Vielmehr hatten viele unserer Sympathisanten und Sympathisanten Schwierigkeiten mit der Wahrnehmbarkeit der Freien Demokraten in der Ampel. Und hier können wir seit einigen Wochen sehen, dass wir einen Umschwung bewirken konnten und Tritt gefasst haben. Hieß es noch unmittelbar nach der Berlin-Wahl, wir seien im freien Fall, übrigens wieder uns wohlgesonnene Medien, wir seien ratlos, wir seien auf der Suche nach unserem Profil. So heißt es jetzt unmittelbar nach dem Koalitionsausschuss, die Freien Demokraten hätten sich in voller Breite durchgesetzt. Das Wandelpapier trage eine ziemlich FDP-lastige Handschrift. Es ist zwar richtig, aber ich finde nicht, dass es FDP-lastig ist, sondern nur vernünftig. Seitdem bewegen sich unsere Umfragewerte wieder nach oben. Seitdem höre ich immer wieder, man setze alle Hoffnung in uns, wenn es um die Heizungsanlage der älteren Dame geht, wenn es um die Mobilität im ländlichen Raum geht, wenn es um eine lebenswerte Zukunft in diesem Land geht. Seitdem spüre ich übrigens auch bei den Wahlkampfauftritten in den Ländern wieder Stolz in die eigene Partei, etwas, was uns auch kurzfristig verloren gegangen zu sein schien. Liebe Freunde, das ist unsere Lernaufgabe. Seien wir nicht ängstlich und mutlos, wenn es darum geht, unsere Positionen zu markieren. Wer sich klein macht, wird klein gewählt. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir konstruktive Konfliktbereitschaft an den Tag legen. Wir wollen keinen Streit um des Streits wählen, sondern der Sache wegen. Wir haben schließlich schwerste Krisen zu bewältigen. Da sollten wir auch unsere Vorstellungen einer besseren Zukunft nach Kräften verteidigen. Und uns sollte klar sein, wir bekommen von unseren Koalitionspartnern nichts geschenkt. Wir müssen schon selbst dafür sorgen, dass die Dinge sich in unserem Sinne entwickeln. Deshalb denken wir immer daran. Links von der FDP gibt es keine parlamentarische Mehrheit im Deutschen Bundestag und übrigens auch keine Mehrheit in der Bevölkerung und rechts auch nicht. Hierauf dürfen wir vielleicht gelegentlich hinweisen, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, warum braucht es die FDP? Wir können stolz darauf schauen, was wir in den vergangenen anderthalb Jahren in der Koalition bewirkt haben. Der Koalitionsvertrag trägt eine klare liberale Handschrift. Wir haben auf finanzpolitische Stabilität gesetzt und die Diskussionen um das Gebäudeenergiegesetz und der Technologieoffenheit zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Worauf ich besonders stolz bin, ist, und das meine ich unglaublich ernst, dass wir in der Corona-Politik die einzige politische Kraft waren, die den Grundrechten die Bedeutung beigemessen haben, die von Verfassungswegen vorgesehen sind. Die Stärke einer Demokratie und einer Verfassung zeigt sich erst, wenn Demokraten in einer Krise handeln müssen. Im Gegensatz zu unseren politischen Mitbewerbern haben wir Freie Demokraten uns hier nichts vorzuwerfen. Wir haben unsere Verfassung und die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger verteidigt. Ich bin stolz darauf, dass wir es waren, die die allgemeine Impfpflicht im Deutschen Bundestag verhindern konnten. Und ich glaube, Karl Lauterbach und Olaf Scholz sind uns heute dankbar dafür, dass der Staat im vergangenen Oktober nicht in die Verlegenheit gekommen ist, 18 Millionen Menschen gegen ihren Willen zu impfen. Bei der damals endemischen Lage wäre das eine gesellschaftliche Katastrophe geworden. Und damit nicht wieder solche dramatischen Fehler passieren, wie diese zum Teil passiert sind, brauchen wir eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Pandemie, denn wir müssen aus den Fehlern lernen. Ihr habt vielleicht auch schon davon gehört, dass das Konrad-Adenauer-Haus die Strategie verfolgen soll, die Freien Demokraten überall unter die Wasserlinie zu drücken. Man hält es dort für strategisch klüger und machtpolitisch aussichtsreicher, sich Koalitionen mit den Grünen zu nähern, als mit den Freien Demokraten. Daniel Günther in Schleswig-Holstein hat bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben. Obwohl er mit uns eine Mehrheit im Parlament hätte, wollte er unbedingt mit den Grünen ins Boot. Wie das im politischen Alltag aussieht, kann man sich vorstellen. Jetzt wird in Kiel im Kabinett nicht mehr darüber gesprochen, wann und wie man Autobahnen baut, sondern ob überhaupt.
Und als sei das nicht schon schlimm genug, wird Volker Wissing von Daniel Günther dafür kritisiert, dass die A20 jetzt an den Verkehrsminister der Freien Demokraten scheitern würde, um zu verdecken, dass es in Wahrheit seine grünen Bündnispartner sind. Auch das werden wir immer wieder offen ansprechen und zurückweisen. Es waren und sind die Grünen, wir wissen es doch, die jeden Meter neuen Straßenbau verhindern wollten. Und ich bin froh, dass im Papier des Koalitionsausschusses jetzt nicht nur drin steht, dass wir die Schwachstellen beseitigen, sondern dass wir auch Autobahnen neu bauen, so wie es der Bundesverkehrswegeplan vorsieht, der nach wie vor gilt und einen Vordringlichbedarf ausweist. Wir sind keine Autofahrerpartei, aber wir wollen, dass die Menschen sich bewegen können. Wir wollen, dass Güter und Dienstleistungen auf die Straßen unterwegs sein können, weil das Garanten für unseren Wohlstand sind. Und ohne Wohlstand in diesem Lande können wir uns alle Transformationspläne und sozialen Leistungen in die Haare schmieren. Und wenn, was ich besonders schön finde, die Union jetzt den Eindruck erwecken will, mit ihr hätte es den Atomausstieg am 15. April nicht gegeben, dann kann ich nur sagen, das stimmt. Denn mit der Union in der Regierung hätte es den Ausstieg bereits am 31. Dezember 2022 gegeben. In jeder denkbaren politischen Konstellation, oder glaubt irgendjemand, dass die Union, mit wem auch immer sie regiert hätte, durchgesetzt hätte, dass die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert wird? Never. Und deshalb müssen wir sagen, ich mag Menschen, die sich nicht mehr daran erinnern, was sie gestern gesagt und getan haben, aber ich mag keine politischen Entscheidungsträger, die sagen, wir sollen Vertrauen in sie haben, wenn wir kein Vertrauen in sie aufbauen können. Liebe Freunde, wenn die Union uns das politische Ende wünscht, dann sollte uns genau das herausfordern. Kämpfen wir dafür, der Union die Wählerinnen und Wähler streitig zu machen? Sie werden schon sehen, was sie davon haben. Und ich bin sicher, die Menschen sind nicht blöd in diesem Lande und werden uns stärker machen als die Union. Christian hat darauf hingewiesen, ein wunderbares steuerpolitisches Programm der CDU. Egal, mit wem ich gerade rede, wir sagen, die Menschen, die sind nicht mehr ganz von dieser Welt. Und wer glaubt, sich damit den Grünen nähern zu können, wird feststellen, dass ihnen die Basis schwinden wird, um eine gemeinsame Mehrheit herzustellen. Ich freue mich auf die Auseinandersetzung mit der Union in den nächsten Wochen und Monaten. Ich wünsche jedenfalls den Christdemokraten eine schöne Reise ins Grüne. Und Markus Söder wünsche ich viel Erfolg bei der Suche nach einem Endlager in Bayern. Denn wer ein Kernkraftwerk betreiben will, der muss auch den Müll in seinem eigenen territorialen Gebiet entsorgen. Viel Spaß dafür nach Bayern. Liebe Freunde und Freunde, wir haben schwere und wichtige Wahlen vor uns. In Bremen, in Hessen und Bayern stehen in diesem Jahr Landtagswahlen an, in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen. Ich will mit euch allen dafür kämpfen, dass wir bei allen vor uns liegenden Wahlen den Pfad beschreiten, der 2025 wieder in einem zweistelligen Bundestagswahlergebnis mündet. Das ist das Ziel, in jedem Land erfolgreich sein und 2025 den Deutschen Bundestag mit einem noch stärkeren Ergebnis anzugehören wie im Jahre 2021. Da lacht jemand. Mein Freund, 2017, als die Jamaika-Koalition platzte, hat man uns vorausgesagt, die FDP wird verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Ein Jahr vor der Bundestagswahl hatten wir Meinungsumfragen bei 4 und 5%. Und am Wahlabend hatten wir 11,5%. Jetzt sind wir bei 7 bis 8%. Wenn man das hochrechnet, werden wir deutlich besser abschneiden als im Jahre 2021. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, stelle ich mich heute noch einmal zur Wahl und bitte um die Stimmen. Normalerweise sagt man jetzt, wie man heißt und wie alt man ist. Bei mir ist das so, ich bin 17, falsch rum gelesen, aber immer noch fit. Und ich sage Ihnen, ne, viele ältere Menschen, ich sehe ja einige da, sind fitter, als manche Jungen glauben. Vielen Dank.